Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Selma vom Stempeluniversum. Ich bin unabhängige Stempel-Up-Demonstratorin. Heute wollte ich euch diese Box zeigen für solche Notizzettel. Das wollte ich euch schon vor Ewigkeiten mal zeigen. Und heute ist es dran. Ich hoffe, du bleibst dran und findest es spannend, wie das geht. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Bevor wir starten, wollte ich dir von Grund auf zeigen, wie du das berechnen kannst, wenn du größere Notizzettel hast oder kleinere. Ich weiß nicht, ob das eine DIN-Norm hat, aber ich denke, die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Und das machen wir jetzt als erstes mal auf, weil wenn du natürlich eine andere Form hast oder so, kannst du es dir von den Maßen her anpassen. Und zwar, ich messe das jetzt erstmal aus. Das sind hier 9 cm, wahrscheinlich dann mal 9. Ja, das heißt, ich möchte, dass mein unterer Teil, damit das ein bisschen besser rein und raus kommt, 10 mal 10 ist. So. Das heißt, diese Seite ist auch erstmal 10. Die hier ist 10,4. Das hatte ich euch schon mal erklärt, warum das so ist, weil das hier dran kleben muss. Und wenn man 0,2 Millimeter Pappe hat, dann muss man das natürlich draufrechnen, damit man es zusammenklebt und damit man auf dieser Seite das auch quasi darüber hat. Also das ist dann immer so. Ich zeige euch das später, was ich meine. Also 10,4 und hier diese Stücke, ja, das kann man immer selbst wählen, wie man das mag. Ich hatte das hier mit 3 cm gemacht. Also 3 cm. Mache ich diesmal 3,5 und 3,5. Hier sind es natürlich auch 10,4. Und dann schaue ich mal, mit der Höhe kann man natürlich machen, wie man möchte. Ich habe hier jetzt 6 cm überall. 6 cm. So. So kann man sich das errechnen, je nachdem, was man dann natürlich für Notizheftzettel hat. Und jetzt zeige ich dir eine andere Variante. Ich wurde schon mal gefragt, wie ich die Pappe vorbereite. Das letzte Mal habe ich schon mal etwas anderes gezeigt. Diesmal habe ich dieses ganz großartige Teil gefunden. Das ist sehr schwer. Ich habe das ehrlich gesagt von Amazon und bin super begeistert. Das ist jetzt vielleicht Werbung für etwas, wofür ich keine Werbung machen darf. Aber wenn ich von etwas begeistert bin, dann mache ich das trotzdem. Und zwar, als erstes schaue ich mal, dass ich hier 10 cm habe. Und hier genauso. Lege das Teil jetzt so an. Und das Schöne ist ja, dass es nicht verrutscht. Das heißt, wenn ich jetzt damit arbeite und da jetzt hier immer wieder reingehe, verrutscht mir das nicht. Obwohl ich trotzdem ein bisschen schief bin, sehe ich gerade.
aber das kann ich verändern. So. Und jetzt muss ich natürlich auch gerade sein. Moment, kann ich mir das hier auch nochmal ausrechnen, wo die 10 cm sind. So. Und dann lege ich das wieder so an. Und schon habe ich unten mein 10 x 10 cm Stück. So, jetzt schaue ich mir an. Das nächste ist 10 x 6. Dann kann ich hier jetzt erstmal weitermachen. Bis 16 cm. Man kann ja auch so eine kleine Linie machen, weil das wird ja später so oder so verkleidet, kann man so sagen. Das Praktische ist, ich glaube, dieses hier ist genau 6 cm. Das heißt, das kann ich jetzt so ganz gut anlegen. Das ist super. So, und letztendlich mache ich alle Stücke jetzt so weiter. Und wenn ich damit fertig bin, komme ich dann gleich wieder, weil ich glaube, das Prinzip, wie ich das hier mache, ist, glaube ich, verstanden. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich bin wieder da. Und du siehst, ich habe das jetzt alles geschnitten. Und habe das jetzt gekennzeichnet mit A, B, C, C. Da haben wir ja zwei Stücke und D haben wir auch zwei Stücke. So, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man es machen kann. Entweder man verkleidet als erstes die Stücke mit Designerpapier. Das kann man machen. Oder man klebt erstmal alles zusammen und beklebt dann das Designerpapier drüber, das heißt einmal quasi so drumherum. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber ich werde das diesmal einmal versuchen. Also ja, würde ich sagen, dass ich das jetzt einmal einfach mache. Das Einzige, was ich vorher verkleiden werde, ist das... Nee, was? Mache ich auch nicht. Ich werde das jetzt einfach mal so machen, wie ich das vorhatte. Ich werde als erstes alles erstmal kleben und dann wollte ich dieses super schöne Designerpapier aus dem Jahreskatalog nehmen mit Schiefergrau. Ich fand, das passt jetzt ganz gut zu dem Silber und ich wollte das nicht zu schwarz haben innen drin. Also ich fand dieses Schiefergrau eine gute Alternative. Und bevor wir das also machen, werde ich das einmal so machen, dass ich hier Tombow nehme und einiges an Tombow hier erstmal mache. Und jetzt muss ich schnell sein, weil Tombow da natürlich schnell die Funktion ändert, kann man sagen. Und ich habe jetzt einfach mal eins von jetzt kann ich nicht denken und ich hätte erstmal erzählen sollen. Also Pinsel. Ich habe einfach einen Pinsel genommen und mache das jetzt hier zusammen. Halte das ein bisschen. Und jetzt kommen die sogenannten Wollis. Die finde ich ja immer total praktisch, weil... Damit ich das jetzt nicht die ganze Zeit halten muss, lege ich das hier an, stecke das hier rein . Jetzt muss ich das erstmal in die richtige Position hier bringen
Und jetzt kann das so bleiben. So, das kann ich auch an dieser Seite schon mal machen. So, dann muss ich hier hoch. Wenn das hier jetzt so ein bisschen drüber geht, der Kleber, das macht ja nichts, weil da kommt ja später ja nochmal die Verkleidung drüber. Also von daher ist ja alles gut, aber man kann das ja so ein bisschen trotzdem mal wegmachen und es dahin packen, wo man es braucht. So, jetzt kommt das C-Stück und zwar so. Und du siehst, das ist der Grund, weswegen es diese 0,2 mm gibt, damit das hier genau zusammenpasst. Und auch hier mache ich einmal ein so ein Wolli hier oben. Gucke, dass es zusammenpasst. Ja, es passt schon perfekt. Und einmal hier hin. Wobei man es hier wahrscheinlich auch... Ach, hier braucht man es ja noch gar nicht. Es reicht ja eigentlich, wenn das an einer Stelle hält. So. Dann kommt das D-Stück hier vorne hin. Und auch das mache ich mal schnell. Na, habe ich ja perfekte Menge an Tombow genommen. Oder auch nicht. Ich habe jetzt den unteren Teil vergessen. Brauche ich doch noch ein bisschen. Also ich muss auch gestehen, normalerweise mache ich das nicht mit Tombow, sondern mit so einem richtigen, wie heißt denn der Kleber? Helft mir mal. Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Aber Tombow ist mir hier an der Stelle ein bisschen zu schnell mit dieser Multifunktionalität. Und das brauche ich ja hier in dem Sinne ja nicht. So, ach, ich sehe gerade, ich habe das ja an falscher Stelle gemacht. Moment. Ach ja, so, das andere hole ich jetzt, weil das stresst mich gerade ein bisschen. Eine Sekunde bitte. Genau. Hier, mit Leim. So. Diesen Leim könnt ihr euch auch von meiner Kollegin Ulla bestellen. Ich glaube, so ein Teil kostet, ach, wenn ich mich nicht irre, 6,50 Euro oder so. Und sie kauft immer so ganz große Verpackungen und führt das immer um in diese kleineren, weil sie ist Buchbinderin. Und deswegen hat sie so viel davon. Also auf jeden Fall, da könnt ihr diesen Leim ja auch bestellen. So. Und jetzt füge ich das zusammen. Und das sind meine zweiten 0,2 mm, die überstanden. Also deswegen 10,4. Weil ich das dann hier perfekt zusammenbringen kann. Zack. Und das hält. So, als nächstes, ich glaube, die Seite ist schon fertig. Übrigens, diese Wollis, die können die Pappe ab 1,7 mm bis 4 mm halten. Wenn du also eine Pappe hast, die 1,5 mm ist, dann muss man noch ein bisschen was, irgendwie noch ein kleines Stück Pappe oder Papier oder sowas unterlegen. Das geht leider nicht anders, weil bei 1,5 haben wir es nicht geschafft, diesen Keil
dann so auszurichten. Also nur für diejenigen bei euch, von euch, die mit der Pappe von 1,5 mm arbeiten. Ich arbeite eigentlich immer mit 2 mm Pappe. Ich mache hier jetzt gerade echt Quatsch. Entschuldigt mal bitte. An dieser Seite muss ich es machen. So. Und dann kommt das andere ran. Jetzt bin ich gerade froh, dass ich es noch nicht verkleidet habe. Weil diese Klebepunkte braucht man ja später. Von daher ist das jetzt alles nicht so schlimm. Aber trotzdem, ich hoffe, ich habe euch jetzt gerade nicht verwirrt. Also immer hier dran am besten, an dem Teil. Weil dann kann man da nichts falsch machen. Ruhig ein bisschen mehr Leim oder Tombow oder so. Und auch hier mache ich das mal dran. Ziemlich genau. Packe das wieder von oben. Und ich finde, mit diesem Keilsystem, das kann man ja auch von unten reinstecken, wenn das so ein bisschen weniger Platz ist, sind solche Boxen echt einfach geworden. Also zumindest geht es mir so. So, ich schau mal gerade, ob ich hier genügend Leim habe. Habe ich aber. Und jetzt kommt das letzte Stück. Und hier muss man ja immer schauen. Das heißt, ich brauche hier ein bisschen Leim und hier unten ein bisschen Leim. Ui, ich muss gerade mal zurückkommen. Eine Sekunde. So, ich bin wieder da. Der Postbote hat gerade geklingelt. So, mache ich jetzt das richtig? Ja. Da kommt er aber wirklich spät. So. Und auch hier ziehe ich das eine jetzt erstmal raus. Na, komm her. Und leg das so an. Diese Wollis haben wir jetzt nur noch in Grau, nicht, dass ihr euch wundert. Aber da haben wir den Prozess ein wenig vereinfacht. Und eigentlich ist es ja egal, welche Farbe die haben. Da geht es eigentlich eher um Funktion. So, ich muss einmal unbedingt meinen Pinsel auswaschen und dann komme ich gleich wieder. Und dann geht's. So, ich bin wieder da. Ich lasse das hier noch ein bisschen trocknen und bereite jetzt das Designerpapier und das innere Papier dafür. Und zwar als erstes das Designerpapier. Das wird ja so sein, dass wenn man das alles zusammenrechnet, einmal quasi drumherum, passt das natürlich nicht. Deswegen lasse ich ja 30,5 stehen, mache das einmal rum und dann gucken wir mal, wie viel da noch übrig ist. Und dann möchte ich, natürlich habe ich hier 6 einmal rum, mindestens 1 cm, sage ich jetzt mal 1,5, sind 7,5 und unten, das ist 9 cm. Also so berechne ich das. Das heißt 1,5 unten, 1,5 oben und dann einmal die 6 cm in der Mitte. So, und das bereite ich vor. Dann habe ich innen drin, ich überlege, wie ich innen drin vorgehe. Ich werde versuchen, das auch so zu machen. Allerdings brauche ich da gar nicht 6 cm, sondern 5,5. Und werde jetzt erstmal 2 Streifen machen. Auch da schauen wir mal,
wie ich da am besten vorankomme. Und dann brauche ich unten innen drin 10x10. Und das wird auch das erste sein, was ich anklebe. Ja, das sind 10,2, aber das muss ich hier gerade mal ein bisschen verbessern. Sieht man ja an sich nicht, aber jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Perfektionismus, würde ich sagen. So. Man kann das auch mit Nagelfeile machen, aber ich habe jetzt gerade keine Lust, eine zu suchen. So. Und ich ziehe das mal ab. Die ganzen Teile. Ich hoffe, dass das ausreichend geklebt ist. Normalerweise lässt man es ein bisschen länger stehen, würde ich sagen, damit das wirklich sicher ist. Aber ich vertraue jetzt drauf, dass das fertig ist. So. Und klebe ganz vorsichtig das untere Stück. Ich gucke mal gerade. Ja, man muss es noch nicht mal ankleben. Passt wie angegossen. Das lasse ich jetzt einfach so. Genau. Also ich hätte vielleicht mal 2 mm weniger nehmen können und dann kann man es wirklich richtig gut ankleben. Aber jetzt versuche ich es gar nicht erst rauszunehmen, weil es wirklich super passt. Also hat man beide Möglichkeiten und man fasst ja unten nie so weit an, dass man das auch mit rauszieht. Glaube ich zumindest nicht. So, als nächstes kommen die Stücke. Und ich fange an, bei 3,5 cm werde ich das erste Mal falzen. So. Leg das hier so an. Oje, das ist noch nicht trocken genug. Hier von der Seite vielleicht. Die Seite auf keinen Fall. Also die muss ich noch ein bisschen festhalten. Tja, so ist das, wenn man schnell so ein Video machen will. Funktioniert einfach nicht. So, aber ich kann ja damit anfangen und mal schauen, wie weit ich komme. Sonst muss ich dann die Tage weitermachen. So, ich packe das einmal rein, gehe wirklich bis nach hinten und werde da das Stück jetzt erstmal oder die beiden Stücke ankleben. Und das mache ich jetzt wirklich mit Tombow. Da ist Tombow super für. Da gebe ich gut Tombow drauf. Und so richtig in die Ecke. So. Und dann in die nächste Ecke. Und dann kann ich hier drin Tombow machen. So. Dann so ein bisschen verstreichen.
Und dann immer wirklich hier in die Ecken rein. Wenn man diese Methode wählt, dann muss man immer von Ecke zu Ecke arbeiten. Und dann klebe ich auch dieses Stück. Na, jetzt muss ich das doch mal rausnehmen. So. So, ich hätte es eigentlich auch hier einmal abschneiden können, sodass das der Übergang da ist. Aber ich glaube, das wird man gar nicht so sehen, wenn ich jetzt ab hier anfange. So. Und das einmal so um die Ecke mache. Und das mache ich einfach. Ich mache bei 3,5 einen Falz. Und dann mache ich nochmal 5 cm. Also bin ich bei 8,5. Das ist jetzt wirklich so eine Augenschätzung. Mal schauen, wie gut die ist. Ja, die ist gar nicht mal so schlecht. Dieses Teil ist nicht so richtig angeklebt hier im Moment. Na komm. Ich muss jetzt warten, bis Tombo das wirklich festgeklebt hat und komme gleich wieder. So, ihr Lieben, ich habe hier ein bisschen aufgeräumt und wollte jetzt weitermachen. Und zwar ist das das letzte Stück, was hier noch hereinkommt. Man kann das natürlich auch direkt bis dahin machen, aber ich wollte, dass es ein bisschen überlappt. Finde ich gar nicht so schlecht, dass man da ein bisschen mehr hat. So, auch hier gebe ich gut Tombo und lege das hier so an. Und verklebt das. Und das gleiche mache ich jetzt mit dem Außenstück. Und zwar hier muss ich jetzt mal schauen. Einmal kommt es quasi um die Ecke rum. Dann hier so drumherum. Und dann hier kann man da schon mal die entsprechenden Falze machen. Und ich werde jetzt einmal falzen, jeweils bei 1,5 cm nur oben. Ganz vorsichtig, ganz wenig. Weil dann habe ich da einen so einen Punkt, wo ich immer ansetze. So. Und dann fange ich an. Hier lasse ich auch diesen 1 cm. Fange ich an hier mit Tombo und lege das hier so an meinen Falz oben. Und bringt das so um die Ecke. Um das andere kümmere ich mich später. Also quasi das einmal zuzumachen. Ich will jetzt erstmal mal schauen, siehst du, das ist nicht ganz in dem Falz. Deswegen ist dieser Falz so wichtig. So, dann geht's weiter. Habe ich dieses Stück. Und bringe das hier so an.
und jetzt wirklich gut einarbeiten. Und hier auch falzen. Immer dran denken, dass man mit wirklich mit Designerpapier arbeitet. So. Achso, ja. Das ist eigentlich egal, ob man direkt hier dran Tomo macht oder auf das Designerpapier. Das kann man so oder so machen, wie es in dem Moment einfacher erscheint. So, immer schauen, dass das dann am Falz ist. So, und bevor ich das jetzt hier weitermache, zeige ich dir, was ich hier vor allen Dingen mache. Einmal kommt hier immer so ein, wie wenn man Pakete eigentlich macht, dass man so ein ganz kleines Stück herausnimmt und nur die Ecke. Ganz, ganz wenig, so dass man es einmal gleich umklappen kann. Und oben genauso. So, und hier werden wir gleich mal gucken müssen, ob ich das richtig gut gemacht habe. Aber erstmal mache ich dieses Stück fertig. Wir hatten ja 9 cm gesagt. So, da sind das 10,4, 13,9, 14,9, 15. Dann mache ich mal 15,5. Ist einfacher. So. Übrigens, ab nächsten Jahr starte ich wieder neue Online-Kurse. Also, wenn du da Interesse dran hast, ich habe ein bisschen anderes Prinzip. Man muss bei mir kein Material zahlen, kaufen. Das heißt, wenn du Material hast zu Hause, kannst du natürlich gerne deins nutzen. Allerdings kosten meine Kurse 12 Euro. Dadurch, dass ich dann irgendwie von niemandem verlange, dass der über mich irgendetwas kauft, habe ich natürlich auch ziemlich viele Kosten, also Zoom und auch, dass ich mich darauf vorbereite und so weiter und so fort. Und ein bisschen meine Zeit muss da auch gewertschätzt werden, wertgeschätzt werden. So. Aber wenn du da Lust drauf hast, kannst dich gerne bei mir melden. So, jetzt habe ich gesagt, ich gehe mal anders herum vor, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Sollte nicht so viel schnacken. Das kann ich gleich abschneiden. Das ist nicht so das Problem.
Da habe ich jetzt doch die 5 mm zu viel genommen. Aber das macht nichts, das machen wir gleich. Oder sofort am besten. Und jetzt geht es darum, das Ganze einmal nach unten zu drücken und die Ecken, die noch nicht reinpassen, passend zu machen. So, du siehst, diese Ecke passt noch nicht. Also die kann man einmal abschneiden. So, hier mache ich das genauso, wie man das eigentlich auch ansonsten an den Ecken macht. Und zwar schneide ich das hier immer so ab, dass ich das jetzt um das Teil jetzt drumherum binden kann. So, hier habe ich jetzt ein bisschen zu viel abgeschnitten bzw. zu wenig Papier genommen. Da muss ich jetzt fummeln, also immer ein bisschen mehr Papier nehmen oder man kann da jetzt einfach mal was drauf machen hier. Ach, das ärgert mich. Hier habe ich zu wenig Papier genommen. Also man darf auf keinen Fall, ich zeige es dir, nicht nur 1 cm, sondern auch mindestens 1,5 oder sogar 2 machen. Das sind meine typischen Ecken, die ich immer wieder versemmel. Wenn ich auch wiederum nicht irgendwelche vernünftigen Tools dafür habe. Ich versuche es jetzt so, aber für euch, dass ihr da Bescheid wisst, ein bisschen mehr nehmen. Das ist so ein bisschen wie Live-Cooking gerade. Also ich bin zwar nicht live, aber ich mache es das erste Mal, diese Methode. Normalerweise habe ich die andere Methode gemacht, aber ich finde diese eigentlich schöner, weil das Ergebnis an sich toller ist. Das geht. So, und jetzt mache ich nach und nach einfach die Ecken rein. Hier werde ich das untere einmal abschneiden. Das ist mir zu viel Papier hier. So. So, jetzt versuche ich nicht denselben Fehler zu machen und hier nur so ein bisschen abzuschneiden. Ja, könnte geklappt haben. Und hier unten natürlich genauso. So, diese Tasche einmal so runterdrücken. Ja, genau. So, sieht das besser aus.
muss ich jetzt doch ein bisschen warten, bis das hier trocken ist alles. Ich versuche das Video nicht in die Länge zu ziehen, aber manchmal ist das echt schwierig, weil die Sachen brauchen halt ihre Zeit. Du siehst wahrscheinlich gar nicht, was ich hier mache, aber letztendlich versuche ich hier jetzt einfach diese Stücke innen drin zu bekleben. Und alles jetzt einmal so hinzupacken, wie es sein soll. So. Und jetzt schaue ich mal, ob ich hier alles auseinandergeschnitten habe. Ja. Und dann mache ich letztendlich das Gleiche, was ich vorhin auch gemacht habe. Und auch hier werde ich das einmal abschneiden. Ich brauche hier ein bisschen Ordnung. So. Und auch das geht runter. Das kann man jetzt total gut mit dem Falzbein machen. Als Geschenk kann man sowas immer ganz gut machen. Also ist auch was Selbstgebasteltes. Das braucht eigentlich jeder auf dem Schreibtisch. Weil so Notizhefte sind, glaube ich, immer gut gesehen. So, da sind die letzten Teile, die zu bekleben sind, und dann kommt noch eine Sache und dann sind wir durch. So. So. Komm, kleb. Kleb, kleb, kleb. Ich muss das gerade ein bisschen festhalten. So. So, man kann jetzt unten auch Designerpapier nehmen. Ich finde es nicht unbedingt notwendig, weil man da unten nach unten eigentlich eh nie reinschaut, sondern ich würde jetzt auch wieder das Schiefergraue nehmen. Und da würde ich 9,5 x 9,5 nehmen. So. Und das klebe ich auch einmal nach unten. Man kann das Ganze natürlich komplett mit Designerpapier machen. Ist auch eine Idee. So. Und jetzt sehe ich gerade, hier gibt es ein kleines Stück, das habe ich gar nicht beklebt. Ich überlege gerade, ob ich da was machen möchte. Nee, eigentlich möchte ich das so lassen.
mich stört das nicht. Aber wenn es dich stört, dann, und das war, glaube ich, der Ursprungsgedanke, als erstes das hier so richtig von oben einmal so drumherum zu bekleben, wie man das bei Buchbindung auch machen würde. Ja, ihr Lieben, jetzt kommt der Test, ob das auch reingeht. Und ja, man hat sogar noch ein bisschen mehr Platz, das wollte ich auch. Das letzte fand ich ein bisschen sehr knackig. Ich glaube, hier habe ich wirklich mit 9,5 x 9,5 gearbeitet. Und hier hat man jetzt ein bisschen mehr Platz und kann das sogar einfacher rein- und rausnehmen. Das wollte ich so haben. Ihr Lieben, das war das Projekt diesmal. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wenn ihr die tollen Wollis haben wollt, die könnt ihr in meinem Shop finden. Das ist www.stempeluniversum.de/shop. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr auch die Stampin' Up! Produkte weiterhin über mich kauft. Ich wünsche euch ganz tolle Zeit. Dezember ist ja immer eine, ja, schöne Zeit, wie ich finde. Und bald sind auch Ferien. Und ja, ich quatsche jetzt einfach nicht so viel, sondern alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!